Häufig hört man den Einwand, dass Jesus ja gar nicht in der Nacht auf den 25. Dezember geboren sei. In Wahrheit sei der 25. Dezember ein heidnischer Feiertag, an dem die Geburt des ägyptischen Gottes Horus gefeiert wurde oder des iranisch-römischen Gottes Mithras. Oder es ging um die Saturnalien, die vom 17. bis zum 24. Dezember zu Ehren des römischen Gottes Saturn gefeiert wurden und im Grunde wie ein Karneval voller Ausschweifungen waren. Und um diese Götterkulte auszulöschen, hätten die Christen den 25. Dezember okkupiert, hätten ihn einfach zum Geburtstag ihres Gottes erklärt. Und die heidnischen Traditionen für diese Feste, wie zum Beispiel das gegenseitige Beschenken, die hätten sie gleich mit übernommen. Die Einführung von Weihnachten war also nur eine strategische Entscheidung, um das Christentum als alleinige Religion zu etablieren und die anderen Religionen auszulöschen. Das Internet ist voll von solchen Geschichten. Und angeblich sollen auch Horus oder Mithras von einer Jungfrau geboren sein und 12 Jünger gehabt haben und sogar gestorben sein und 3 Tage tot gewesen sein, bevor sie auferstanden sind. Das Internet ist voll von solchen Geschichten. Und selbst wenn diese Geschichten stimmen würden, wäre mir das ziemlich egal. Denn ich feiere an Weihnachten nicht Horus oder Mithras oder Saturn oder sonst etwas. Aber tatsächlich stimmen diese Geschichten nicht. Es sind einfach leere Behauptungen. Ohne jeglichen Beweis. Sie sind motiviert vom Hass auf das Christentum. Aber wie kamen die Christen denn dann auf den 25. Dezember? Nun, im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums lesen wir von Zacharias, einem Priester aus der Abteilung Abijas. Und als er in der Ordnung seiner Abteilung im Tempel diente, da erschien ihm der Engel Gabriel und verkündigte ihm, dass seine alte, unfruchtbare Frau Elisabeth schwanger werden würde mit Johannes, dem Täufer. Wir können sehr genau sagen, wann das geschehen ist, wann der Engel Zacharias erschien im Tempel. Denn es wurden alte jüdische Schriftrollen gefunden, auf denen genau verzeichnet ist, wann welche Abteilung der Priester den Dienst tat. Auch die Abteilung Abija, zu der Zacharias gehörte. Wir wissen also ziemlich genau, wann Zacharias im Tempel war und der Engel Gabriel ihm erschien. Und dann erfahren wir ein paar Verse weiter im Lukas-Evangelium, dass Elisabeth im 6. Monat schwanger war, als der Engel Gabriel erneut von Gott gesandt wurde, dieses Mal nach Nazareth zu Maria, der begnadeten Jungfrau, um ihr zu verkündigen, dass sie Jesus gebären würde. Wir wissen also, wann Zacharias den priesterlichen Dienst tat und Elisabeth schwanger wurde. Und wir wissen, dass knapp 6 Monate später Maria schwanger wurde. Und dann kann man das ausrechnen, wann Jesus wohl geboren sein muss. Und dann kommt man auf einen Zeitraum zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar. Und wann feiert die Westkirche seit jeher die Geburt Jesu? Am 25. Dezember. Und wann feiert die Ostkirche die Geburt Jesu? Am 6. Januar. Und die Tage dazwischen sind nach dem christlichen Kalender die 12 Weihnachtstage. Wir kennen oft nur noch den 1. und 2. Weihnachtstag, weil nur die bei uns gesetzliche Feiertage sind. Aber eigentlich sind es 12 Weihnachtstage. Vielleicht kennen einige von euch das englische Lied 12 Days of Christmas. Das kommt daher, weil es tatsächlich 12 Weihnachtstage sind. Das ist also der Grund, weshalb die Christen zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar Weihnachten feiern. Und nicht Horus oder Mithras oder Saturn oder sonst ein heidnischer Unfug, sondern die Schrift. Lasst euch also nicht die Freude an Weihnachten rauben durch die Lügen der Gottlosen.